Und weiter geht's bei The Hunter Call of the Wild. Wir sind ja gerade auf der Pirsch, dem Rothirsch hinterher. Und wir müssen mal gucken, wo wir uns hier gerade befinden. Wo könnten wir dem Hirsch den Weg abschneiden? Und wie kriegen wir die angelockt? Töre! Also, in der letzten Folge sind wir ja doch sehr erfolgreich gewesen mit verschiedenen Rehen. Mehrere Rehe konnten wir ja erledigen. Und dann gab es ja hier noch die Pirsch dem Rothirsch hinterher. Und der Rothirsch, ja, hält sich ja eigentlich ganz gerne auch mal hier an diesen Gewässerrändern auf. Und jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass wir ihn hier entweder anlocken oder dass wir eben uns selbst dahin bewegen. Da müssen wir aber allerdings gucken, dass wir es sehr leise machen und nichts aufscheuchen und aufschrecken. Wir gehen mal grob hier in diese Richtung. Grob in Richtung Wasser. Und zuletzt waren die auch dort zu hören und vielleicht auch hier direkt wieder zu sehen. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Gehend Rothirsch. Sehr gut. Also entspannt der Rothirsch. Nicht mehr auf der Flucht. Rennt aber auch hier lang. Rennt hier lang. Rennt hier lang. Viele, viele Spuren. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Weil dann ist da sehr viel Rennerei dabei. Dann rennen die mal nach links, dann rennen die mal nach rechts, sind unruhig. Das wollen wir eigentlich nicht. Okay, versuchen wir mal jetzt hier auch ein bisschen rauf. Komme ich hier hoch? Natürlich auch noch leise. Da oben gehen die Spuren weiter. Und sie gehen weiter. Sehr gut. Also, mittlerweile, was haben wir? Losung frisch. Er ist also noch in der Nähe, der Hirsch. Was fangen die da hinten an mit Holzarbeiten oder was? Der Hirsch ist noch in der Nähe. Rennt straight in die Richtung. Also auch da Richtung Wasser. Ich vermute gerade erstmal nur, dass es da eine Wasserstelle gibt. Und im Idealfall sind an diesen Wasserstellen auch immer mehrere Tiere. Das heißt, wenn wir gleich was sehen, vorsichtig natürlich an die Stelle ranpirschen. Und erstmal die gesamte Stelle anschauen und dann wird es wichtig, auch das gesamte Umfeld anschauen. Denn speziell dann an diesen Wasserstellen oder bei mehreren Tieren ist es dann auch gerne so. Warnruf wieder. Es ist dann gerne so, dass die Alpha-Tiere sozusagen, die hochwertigen, mit den höheren Ranking, dass die noch mal versteckter bleiben und sich nicht so leicht irgendwie ins Öffentliche stellen. Da unten. Weibchen.
und liegt. Ja, so viel zur Theorie. Area angucken und erst dann. Beim nächsten Mal. Rothirschweibchen. Zack. Lunge, Schulterblatt, Lunge, Herz. Zack. Erledigt. Passende Munition. Außerhalb der Trophäenwertung. Hat keine Trophäe, hat kein Gehirn oben auf dem Kopf. Also passt schon. 1100 Geld dafür. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Fast doppelt so viel wie für die Rehe. 62 XP für das Gewehr. Das ist praktisch. Neue Ausrüstung. Dozent 223. Ist das nicht? Remington 223. Ist das nicht sogar die ganz kleine? Müssen wir uns mal in der Base dann nochmal gleich angucken. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, einfach nochmal ein Stufe 1 Gewehr mitzunehmen, um dann hier auf die ganz kleinen Viecher, auf die Hasen oder so zu gehen. Die Kaninchen. Und auf die Vögel natürlich, ne? Die zählen ja auch damit rein. Also spätestens, wenn wir die Vögel schießen könnten, dann brauchen wir auch nochmal ein anderes Gewehr. So, mal eben das Ufer hier scannen. Ist denn hier irgendwo etwas zu sehen? Absolut nicht. Absolut nichts zu sehen. Okay, das ist der Bereich. Ich würde sagen, ich renne nochmal in diese Richtung, wenn der Weg... Na, so. Aber der Mief ist halt, spielt halt auch gerade wieder nicht mit. Von daher bleiben wir auf Position oder bleiben wir mal in Richtung Norden unterwegs. Da rennen wir dem Mief entgegen. Vielleicht rennen uns ja noch ein paar Rothirsche entgegen. Ich schaue mir das mal ein bisschen an. Lauf erstmal ein paar Meter, denn wir wollen ja auch noch mal ein bisschen Strecke machen und irgendwann mal da oben auf dem Berg ankommen. Absoluter Klassiker in dem Game. Da will ich hin. Und wo landet man? Man weiß es einfach nicht. So, mittlerweile sind wir hier schon fast in der Nähe von dem Felsen oder ganz nah dran. Jetzt geht es hier gleich hoch. Langsam den Berg hoch. Hier ist gerade noch ein Reh über den Weg gestolpert. Das war natürlich auch sehr praktisch. Das habe ich natürlich mitgenommen. Und jetzt geht es gleich hier hoch bis zu dem Aussichtspunkt. Mal gucken, ob uns da auch noch ein bisschen was, irgendwas Interessantes da oben auffällt. Ob wir da noch was finden. Es sollen ja hier auch in verschiedenen Regionen, soll es ja auch noch Wildschweine hier geben und so Sachen. Aber ich glaube, ich meine, die sind in etwas anderen Regionen hier, nicht hier ganz unten. Im Süden der Map, sondern weiter oben im Norden der Map. Ich würde sagen, wir schlagen uns mal jetzt hier so langsam hoch, den Berg hoch. Genau. Ja, in den nächsten Tagen wird es dann ja nochmal auch einen Livestream geben, beziehungsweise wenn das Video draußen ist, ist wahrscheinlich der Livestream schon vorbei. Das heißt, danach ist auch der Charakter hier vom Level her ein bisschen weiter. Freue ich mich drauf. Immer wieder geil, eben auch mit der Community zusammen zu zocken. Gerade auch, wenn man so in einer Truppe irgendwie so ein bisschen unterwegs ist. Also auf der Map verteilt. Das ist jetzt nicht so, dass man hier mit 5 Mann oder was nebeneinander her. Brunftschrei Rothirsch. Genau im Mief. Das klingt aber nach dem Kapitalen.
Ah, vielleicht dreht hier noch der Wind. Decken wir erstmal auf hier die Area. Ja, also wie gesagt, schön verteilt über die Map rennen wir dann da rum. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich hier... Wahrscheinlich nehmen wir eine andere Map. Eine von den neueren Maps. Da gibt es ja noch einige, mit denen man ganz auch klarkommt. Aber in jedem Fall werde ich dann vom Level her weiter sein, denke ich mal. Ich bin jetzt gerade Stufe 3 oder kurz vor 4 wahrscheinlich. Mal gucken, wie weit wir da dann in die Tage kommen. Ja, nichtsdestotrotz geht es dann auch hier erstmal noch weiter in Hirschfelden. Erstmal noch die gesamte Map ein bisschen erkunden. Und startmäßig ganz entspannt im Game hier weitermachen. Jetzt war hier so ein bisschen so ein heller Fleck. Ha! Ich wollte gerade sagen, das hat man schon mal, wenn da eine Hütte steht. Aber ich wusste gar nicht, dass hier auch eine... Nee, siehst du, ist auch gar nicht richtig. Das ist zwar hier eine Hütte, aber keine mit so einer Laterne, mit so einem Laternenmast. Also hier können wir kein Camp aufstellen. Aber die werden auf der Map manchmal so ein bisschen angezeigt, genau wie hier, dass man dann so einen weißen Fleck hat. Wenn man so ein bisschen in der Nähe ist, dann sieht man auf einmal da so einen weißen Fleck. Und dann weiß man schon, ah, alles klar, da ist eine Hütte. Nee, das ist wohl irgendwie Story Part oder sowas. Da rennen wir jetzt nicht hin. Wir gehen weiter nach oben. 120 Meter. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier so einfach schräg hoch. Machen wir uns mal so ein bisschen hier auf die Socken. Nee, die Steilwand, die werden wir so nicht erklimmen können. Das heißt, wir rennen so einen kleinen Umweg. Und dann haben wir gleich die komplette Aussicht oben. Es stürmt, es ist diesig und windig und nass. Naja. Hätte schöner sein können für den ersten Überblick hier über das Tal. Sehr schöne Aussichtsplattform hier oben. Sehr, sehr, sehr krass. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ich mich da so draufstellen würde. Alter, wenn das hier so über den Abgrund ragt. Alter, das spürst du aber schon irgendwie. Das kribbelt aber. Was ein Gerüst. Ob mich das überhaupt aushält? So. Gucken wir uns mal die Area hier ein bisschen an. Auch wenn es diesig ist. Nächsten Bereich entdeckt. Aufgemacht, jawohl. Und wir sehen jetzt hier wieder verschiedene Punkte, wo dann möglicherweise vielleicht auch wieder eine Base ist. Vielleicht ist hier schon eine Base. Könnte sein. Ah ne, hier ist doch eine. Hier ist doch eine. Die ist ja auch so markiert. Genau, Wegpunkt setzen. Also, das wäre dann das Ziel fürs nächste Mal. Beziehungsweise ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir dann... Ja, höchstwahrscheinlich ein paar Level weiter sind. Und dann machen wir uns da auf die Socken. Beziehungsweise, ich schaue gerade mal. Jetzt haben wir das hier gerade als Wegpunkt erlangt. Ich glaube, ich renne da gleich doch nochmal hin, markiere das. Ansonsten müssten wir den gesamten Weg auch nochmal machen. Und hier habe ich immerhin schon die Hälfte der Strecke erledigt. Also, ab auf die Socken, machen wir uns dahin. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann mit einem etwas höheren Level weiter. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.